unterwegs mit Alfred Hussong an der Isar. Wenn einer jetzt Pilze ausspäht, dann er, Chef von den Pilzfreunden Landshut. Denn auch im Winter wird er fündig, gerade in einem milden. Zwar sind Speisepilze derzeit rar, doch der Experte weiß, wo er hinzusehen hat. Im Augenblick mangelt es nur an Regen. Und die Feuchtigkeit fehlt einfach ein wenig momentan. Deswegen haben die Pilze wahrscheinlich ein bisschen gelitten. So dauert es heute eine halbe Stunde, bis Alfred Hussong die ersten Pilzsporen und Reste findet. Allerdings von einem Speisepilz, der ganzjährig wächst. Kann man noch die abgestorbenen Reste dieses Schwefelporlings sehen. Aber ich habe trotzdem noch Hoffnung, ein paar Judasohren zu finden. Also geht die Suche weiter. Das Judasohr ist auch als Mu'er-Pilz aus der asiatischen Küche bekannt. Dann, auf einer toten Weide, findet Hussong ihn endlich. Fruchtkörper überall zu sehen. Leider etwas angetrocknet schon wieder, obwohl es geregnet hat die Tage. Und wenn man dann genau schaut, da hinten ist alles voll mit abgetrockneten Judasohren. Es gibt halt keine, die so ähnlich ausschauen, sodass man hier kaum einen Fehler machen kann. Und wieder ein paar Schritte weiter, Samtfußrüblinge. Hier mal da ein bisschen rausholen. Ah ja, wunderbar. Der Sorte machen auch strenge Winter nichts aus, weil die den Vorteil haben oder die Eigenschaft, dass sie nicht bei Frost nicht verderben. Die wachsen später wieder weiter. Das macht die so wertvoll, diese Samtfußrüblinge. Zubereitet werden die Winterpilze übrigens ähnlich wie die Sommerpilze. Ja, diese Pilze eignen sich sehr gut zum Braten. Aber man kann nur die Hüte nehmen. Die Stiele sind etwas zäh. Gut, man kann sie auch mal mit Stiel, wenn sie jetzt so jung sind wie in dem Fall, könnte man auch den Stiel wahrscheinlich noch mit dazu schneiden. Oder man kann auch eine Pilzsuppe davon machen. Alfred Hussong empfiehlt, besonders nach regnerischen Tagen auf die Suche zu gehen, denn dann wachsen Pilze gern. Bleibt die Suche erfolglos, so war es aber zumindest ein geruhsamer Winterspaziergang.